Also den Weg ohne ganz große Krise aus dieser Falle heraus, der ist vor ungefähr 7, 8 Jahren geschlossen worden. Roland Bader hätte gesagt, was wir jahrzehntelang vorausgefressen haben, müssen wir jetzt nachhungern. Kaufen Sie sich Popcorn, es wird ganz großes Kino. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV. Und herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner, den Ökonomen und Finanzexperten Dr. Markus Krall. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Immer sehr gerne. Ja, Herr Krall, die Bankenkrise, sie scheint wieder da zu sein. Das Ganze ging los mit der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA. Eine Bank, die hierzulande vielen bis dato gar kein Begriff war. Allerdings, ganz so bedeutungslos scheint sie nicht gewesen zu sein. Diese Pleite zählt immerhin zu den größten Bankenpleiten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Also, wie wichtig war diese Bank und warum ist gerade sie ins Straucheln gekommen? Also Silicon Valley Bank war schon groß genug und wichtig genug, um Wellen zu schlagen. Das haben wir ja gesehen. Sie war aber nicht extrem systemisch. Also sie war jetzt nicht zum Beispiel so wie die Credit Suisse, eine UBS, eine deutsche Bank, ein Knotenpunkt des internationalen Derivatehandels. Trotzdem war sie groß genug, um systemisch Wellen zu schlagen, einfach durch die schiere Größe ihrer Bilanz und durch die Einlagen, durch das Einlagengeschäft und die Verflechtung auch mit anderen Banken. Also insofern war die Rettung bzw. die Übernahme durch die Aufsicht quasi wieder mal unvermeidbar, wie das halt in unserem System ja so ist, wo der Staat solche Großpleiten nicht will, weil er sagt, das gibt Ärger, das weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Auch das war dann schon too big to fail. Und die Kernfrage, wenn Sie mich fragen, was ist da passiert, da gibt es eigentlich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, was konkret ist bei der Silicon Valley Bank passiert? Und die andere Antwort ist, was passiert in unserem Gesamtsystem allgemein und warum war die Silicon Valley Bank die zwingende Folge dessen? Oder das, was dort passiert ist, die zwingende Folge dessen? Ja, was bei der Silicon Valley Bank passiert, ist relativ einfach beschrieben. Die Silicon Valley Bank hat ein etwas risikoreicheres Geschäftsprofil als die übliche Geschäftsbank, weil sie Startups finanziert und zwar nicht nur mit Eigenkapital, sondern auch mit Fremdkapital. Diese Startups haben ein höheres Risiko. Da muss man schon sehr, sehr gut sein in der Risikoeinschätzung, um das zu können. Und dementsprechend sind die Anleger hergegangen und haben bei der Silicon Valley Bank schon in der Vergangenheit gegenüber dem Geldmarkt einen Zuschlag bei der Verzinsung von Spareinlagen verlangt. Den hat die Silicon Valley Bank auch bereitwillig bezahlt, weil sie natürlich sagte, gut, ich habe jetzt ein hochmargiges Geschäft, ist zwar hochriskant, aber ist auch hochmargig. Und dann werbe ich also ordentlich Spargelder ein, zahle da etwas mehr Zins. Und diese Spargelder, die kommen natürlich dann nicht genau dann wie bestellt rein, wenn man gerade den Kredit vergibt, sondern da gibt es einen Strom von Spargeldern und es gibt auf der anderen Seite die ein oder andere Geschäftsopportunität auf der Kreditseite. Das ist nicht so einfach synchron zu schalten, sodass man einen gewissen Überhang da hat. Ja, wo legt man den an? Den kann man schlecht am Geldmarkt anlegen, weil der Geldmarkt weniger Zinsen erbringt, als man selber bezahlt. Also muss man ihn woanders anlegen und dann macht man das in der vermeintlich sicheren Anlage der Staatsanleihe dann halt am langen Ende. Ja, wir haben jetzt 20 Jahre Null- und Negativzinsen gehabt. Warum sollten die Zinsen jemals wieder steigen? Die Frage könnte sich ein Bankmanager so gestellt haben. Also hat er am langen Ende investiert und als die Zinsen gestiegen sind, ist die sichere Anlage, langfristige Staatsanleihe, natürlich kursmäßig nach unten gegangen. Denn wenn der Zins steigt, fällt der Kurs langlaufender Anleihen. Das ist nur eine alte Geschichte. Ja, Finanzmathematik erstes Semester, weil natürlich die Opportunitätskosten des Zinsentgangs in den Kurs der Anleihe dann eingepreist werden. Und dieser Verlust wurde zunächst mal noch nicht offen gezeigt, weil die Regulierung offensichtlich den Banken ja nicht auferlegt, Kursverluste von so langlaufenden Anleihen dann, wenn sie entstehen, zu bilanzieren, sondern erst dann, wenn die Anleihen verkauft werden und der Verlust auch realisiert wird, was eigentlich ökonomisch Unsinn ist, aber so ist es nun mal. Aber dann gab es wohl Marktgerüchte, die die Sparer dazu veranlasst haben, ihr Geld abzuheben. Es gab dann einen entsprechenden Liquiditätshunger der Bank, der nur dadurch befriedigt werden konnte, dass entsprechend auch Anleihen verkauft wurden. Damit war die Abschreibung fällig und damit kam die ganze Sache ins Rutschen. 1,8 Milliarden Abschreibung. Wahrscheinlich ist der ökonomische Verlust noch viel höher, wenn man die gesamten langlaufenden Anleihen im Portfolio betrachtet. Und was bedeutet das auf das Gesamtbankensystem betrachtet? Das ist auch relativ klar. Wir haben nach 20 Jahren marktfremdem Null- und Negativzins jetzt zum ersten Mal wieder positive Nominalzinsen. Die sind zwar real immer noch negativ durch die hohe Inflation. Das interessiert die Finanzmathematik der Anleihenkurse aber nicht.
Wir haben da draußen Tausende und Abertausende von Milliarden Euro Anleihen, die extrem niedrig verzinst sind und deren Kurse jetzt in den Boden gehen. Und die Verluste, die türmen sich da schon auf weit über eine Billion Euro und Dollars auf. Und irgendwo müssen die ja hochkommen. Irgendjemand hält diese Anleihen. Ob Versicherer oder Pensionsfonds oder eben Banken. Und da, wo die hochkommen, muss die Bilanz Schaden nehmen. Das kann nicht anders sein. Allein die Tatsache, dass man es nicht bilanzieren muss, heißt ja nicht, dass die Verluste nicht da sind. Die Verluste sind da, ökonomisch sind sie da. Und sie übersteigen bei weitem schon eine Billion. Wahrscheinlich eher 2 als 3 Billionen oder eher 2 bis 3 Billionen. Und wenn man das weiß, dass diese Verluste da sind, dann weiß man auch, dass es weiterhin zu entsprechenden krisenhaften Erscheinungen kommen wird. Nun erinnert das alles recht stark an die Finanzkrise 2008. Seinerzeit hatten wir ja im Grunde 2 Krisen, die gemeinsam wirkten. Auf der einen Seite die Euro-Krise hier in Europa, auf der anderen Seite eine ausgewachsene Immobilienblase in den USA. Nun ist der Euro nach wie vor da, der Teil ist also ungelöst. Auf der anderen Seite eine große, ausgewachsene Immobilienblase. Ist jedenfalls mir nicht bekannt, dass die in den USA in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen wäre. Was ist denn da jetzt der Auslöser? Damals waren es ja dann vor allem diese Credit Default Swaps, also die Papiere, die aus den Schuldscheinen gestrickt wurden, die ihren Weg bis in die Bilanzen deutscher Banken, vor allem Landesbanken, fanden, die da einige Jahre gut dran verdienten, um dann feststellen zu müssen, welch toxische Papiere das tatsächlich waren und es ihnen förmlich um die Ohren flog. Also gibt es da im Moment Ähnliches, etwas, was dieselbe Rolle spielen könnte wie seinerzeit die Credit Default Swaps? Also es gibt 2 Effekte, neben dem Verfall der Anleihenkurse. Die Anleihen sind im Grunde genommen die gigantischste Blase in der Geschichte der Menschheit. Also wir haben ja mehrere 100 Billionen Euro Kredit auf der Welt, ja, der komplett marktfremd zu niedrig verzinst wird, ja. Und von diesem Kurs dieser riesigen Anleihenblase, da kann man wahrscheinlich, wenn man marktgerechte Zinsen hätte, und marktgerechte Zinsen heißt positive Realzinsen, also mehr als 10%, wenn man die hätte, dann würde man wahrscheinlich eine Mega-Abschreibung von 100 Billionen Euro weltweit haben. 100 Billionen, also 100.000 Milliarden. Wer muss das abschreiben? Das müssten die Finanzinstitute abschreiben, die Sparer natürlich, die Versicherer, die Lebensversicherer, die Pensionsfonds, die Banken. Das ganze System wäre mit dieser Abschreibung letzten Endes, wenn wirklich marktgerechte Zinsen da wären am Ende. Aber auch schon die Erhöhung der Zinsen auf noch nicht marktgerechte 3, 4, 5% hat jetzt ja offensichtlich gereicht, um das ganze System gewaltig ins Rutschen zu bekommen. Dazu kommt allerdings natürlich noch, wir haben weitere Blasen. Wir haben eine Immobilienblase in weiten Teilen der Welt durch das billige Geld wieder mal angefeuert. Wir haben eine Aktienblase in weiten Teilen der Kapitalmärkte auch durch das billige Geld angefeuert. Und diese Aktienimmobilienblasen, die umfassen auch viele Hunderte oder Tausend Milliarden an Wertstellung, die nicht da ist, die nicht real ist. Ja. Wir erkennen es übrigens auch an den tollen Gewinnen der Banken 2022. Wann hatten die Banken zum letzten Mal so ein richtig cooles Jahr? 2006. 2006, das Jahr vor der großen Finanzkrise, war gewinntechnisch das beste Year ever für die Banken in der Welt. Ja, nur, dass es keine wirklichen Gewinne waren, das waren alles Luftbuchungen. Und jetzt haben wir wieder 2022 eine ganz ähnliche Situation. Alle haben sich gefreut, die Banken machen endlich wieder Gewinne. Alle Leute, die gesagt haben, dass die Banken schlecht dastehen, sind widerlegt worden 2022. Gar nichts ist widerlegt worden. Ja, nothing has been debunked, wie man im Englischen so schön sagt. Und dazu kommt natürlich die Zombifizierung der Wirtschaft. Also wir haben eine Kreditblase von gewaltigen Ausmaßen, nicht nur auf der Zinsseite, sondern auch auf der Kreditrisikoseite. Wir haben jetzt 20 Jahre lang mit Null- und Negativzinsen lebensunfähige Unternehmen, Banken und Staaten am Leben erhalten. Und die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr diese Zinsen haben, sondern dass die sich jetzt im Zuge der Bekämpfung der Inflation nach oben bewegen oder bewegen mussten, die führt dazu, dass diese Subvention wegfällt. Und die Pleiten steigen ja schon steil an in den letzten 18 Monaten. Die sind fast senkrecht nach oben gegangen. Nur weil sie von so einer niedrigen Basis ausgekommen sind, ist es noch niemandem so richtig aufgefallen, dass die Pleiten auch kommen. Und jetzt wird das koinzidieren. Wir werden jetzt ein Hoch kochen, der zombifizierten Situation haben. Wir haben Zombie-Unternehmen, Zombie-Banken, Zombie-Staaten. Das wird jetzt alles
gemeinsam mit dieser Zinskrise, mit dieser Zins- und Anleihenkrise wird das jetzt zusammen eine schöne, wird das jetzt schön angerührt in den Kapitalmärkten. Und dann schauen wir uns das mal an. Nun folgte auf die Silicon Valley Bank erst die First Republic Bank, ebenfalls in Kalifornien, und dann das Straucheln der Credit Suisse in der Schweiz. Nun kann man bei der First Republic Bank noch sagen, na gut, ein ähnliches Geschäftsmodell wie die Silicon Valley Bank, aber die Credit Suisse, das ist eine Großbank und dann auch noch in der Schweiz, wo man ja denken könnte, die Schweiz, gerade auch aufgrund des Schweizer Franken, da sei die Lage ja noch besser und stabiler als in manch anderer Region. Aber Pustekuchen, ausgerechnet die Credit Suisse. Warum hat es denn gerade dieses Institut getroffen? Also es ist immer schwer zu sagen, an welcher Stelle sowas hochkocht, ja, weil man die Verflechtungen und die einzelnen Portfolien ja nicht genau kennt. Das Berichtswesen, das die Banken nach außen zeigen und übrigens auch das Berichtswesen, das die Regulatoren immer noch bekommen, die bilden sich ein, sie hätten Transparenz. Das ist eine witzige Angelegenheit, dass die das wirklich denken, sie hätten Transparenz. Ja, also das Berichtswesen der Banken ist nicht in der Lage und nicht geeignet, Transparenz darüber zu schaffen, erstens, wo die großen Risiken wirklich liegen und zweitens, wie die Risiken untereinander verflochten sind und welche Schubstangeneffekte aus ihnen resultieren. Man hat zwar diese ganzen Stresstests da eingeführt, die haben Milliarden gekostet, also man hat viele Milliarden nur für Stresstests ausgegeben. Die Rechnung war gigantisch, der Nutzen war gleich null. Ich habe schon 2017 bei Roland Tichys Einblick publiziert, warum die Stresstests nicht funktionieren können. Und habe darüber schon vor 6-7 Jahren entsprechend auch wissenschaftlich publiziert. Diese Stresstests funktionieren aus ganz einfachen Gründen nicht. Sie sind technisch nicht geeignet dafür, die Risiken transparent zu machen, weil sie, ich sag mal, grundlegende Regeln der Risikomessung missachten. Man hat sich da eingebildet, man könnte das mit Methoden machen, die einfach nicht adäquat sind. Und jetzt bildet man sich weiterhin ein, dass es ein gutes Verhältnis gäbe vom Eigenkapital der Banken zu dem Risiko, das sie tragen. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Wir haben zwar, wenn wir heute hören, die Regulatoren sagen uns, die Banken haben jetzt 12 bis 15 oder noch mehr Prozent Eigenkapitalquote. Das stimmt einfach nicht. Sie haben 12 bis 15 Prozent Kapital auf die risikoadjustierten Assets. Risk-weighted Assets, wie das so schön heißt. Sie haben nicht 10 bis 15 Prozent auf die Bilanzsumme, sondern man hat das runtertransformiert, indem man die Risiken entsprechend mit Ratings misst und dann sagt, 1 Million AAA-Risiko zählt nicht als 1 Million, sondern nur als ein Bruchteil dessen. Wenn aber die Einschätzung AAA falsch ist, und das hatten wir ja schon mal 2007, dann stimmt die ganze Rechnung nicht, dann stimmen auch die Eigenkapitalquoten nicht. Und die Systeme der Risikomessung, auch das ist völlig klar, die sind auf eine Nullzinswelt und Negativzinswelt gar nicht ausgerichtet. Ich habe sie ja zum großen Teil selber in den Nullerjahren und in den Ende der 90er Jahren in großen Projekten für die Banken gebaut. Ja, war an wesentlicher Stelle mitbeteiligt, die zu bauen. Die sind für eine Nullzinswelt nicht gedacht und die funktionieren bei der Risikodiskriminanz für eine Nullzinswelt überhaupt nicht. Das heißt, die sind gar nicht geeignet, um rauszufinden, was die Zombie-Unternehmen sind und welche dann verlieren, wenn der Zins steigt. Man kann die anpassen, hat man aber nicht gemacht. Und deswegen gibt es überhaupt keine Risikotransparenz. Und insofern, sage ich mal, wird es auch sehr schwierig sein zu sagen, wann und an welcher Stelle da die nächsten Risiken hochkochen. Aber wir können sicher sein, die kochen hoch. Wenn Sie einen Topf mit heißem Wasser auf die Herdplatte stellen, dann werden irgendwann mal Blasen aufsteigen, wenn das heiß genug wird. Sie wissen, dass Blasen aufsteigen und platzen werden. Sie wissen nur nicht, an welcher Stelle der Herdplatte zuerst. Ganz anders klingt, was Bundeskanzler Olaf Scholz über einen Regierungssprecher zur aktuellen Lage mitteilen ließ, nämlich: Gesetzgeber und Bankenaufsicht in Europa hätten aus der Finanzkrise 2008 gelernt und die Bankenregulierung erheblich verschärft. Das deutsche Bankensystem ist gut aufgestellt, so der Kanzler. Sie sehen das offenbar ganz anders, Herr Krall. Warum? Das sehe ich aus mehreren Gründen anders. Also erstens mal ist es so, dass eine Verschärfung der aufsichtlichen Auflagen und ein enges Netz an Reporting nicht sicherstellt, dass das Richtige reportet wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, wichtige Informationen dem Adressaten vorzuenthalten. Die eine ist, man gibt sie ihm nicht. Und die andere ist, man ersäuft sie in einem Meer von irrelevanten Informationen. Und genau das Letztere ist das, was passiert ist. Die Aufsicht hat den Banken alles Mögliche auferlegt und die Kosten der Compliance mit den Risikomessungs- und Reportingvorgaben der Aufsicht, die die Banken haben, sind gigantisch.
Nur blöderweise haben diese Vorgaben relativ wenig mit dem tatsächlichen Risiko zu tun. Denn hätten sie mit dem Risiko zu tun, dann hätte sich die Bankenaufsicht zum Beispiel schon längst damit auseinandersetzen müssen. Wie finden wir denn zombifizierte Unternehmen? Wie finden wir denn raus, ob Unternehmen nur durch die Subvention des Nullzinses am Leben bleiben? Und wie kann es denn sein, dass wir in den letzten 20 Jahren eine so massive Absenkung der Pleiten gesehen haben wie noch nie in der Wirtschaftsgeschichte? Wie kann das sein? Und aller Erfahrung nach ist es ja so, dass dort, wo es am schönsten aussieht und wo man am besten Geld verdient, meistens die Risiken lauern, die man nicht sehen wollte oder konnte. Das war auch 2007, 2008 schon so. Ja, aber ist nicht vielleicht genau das das Problem? Denn aus Sicht der Politik klingt das doch ganz wunderbar, was Sie gerade gesagt haben. Kaum noch Pleiten, ja. Die Wirtschaft brummt, geringe Arbeitslosigkeit. Das ist doch genau das, was man haben will, oder? Also die Politik freut sich natürlich darüber, dass es keine Pleiten mehr gibt. Die Wahrheit ist, wir haben also bis Anfang der Nullerjahre hatten wir jedes Jahr 1,5 bis 2% Pleiten. Das ist die, ich nenne es mal, natürliche Rate der kreativen Zerstörung, der Schumpeterschen kreativen Zerstörung. Das ist der Anteil der Unternehmen, die schlecht wirtschaften, die zu teuer produzieren, die Dinge produzieren, die keiner mehr braucht, die ausscheiden müssen aus dem Markt, damit Ressourcen freigesetzt werden können für junge Start-up-Unternehmen, für innovative Unternehmen, für Unternehmen, die es besser machen, die Produkte herstellen, die jeder will und braucht. Und die Tatsache, dass diese Unternehmen jetzt nicht mehr pleite gehen, sondern dass die Pleiten auf einen Bruchteil, auf ein Zehntel dieses Niveaus gefallen sind in den letzten 20 Jahren. Und dass seit 20 Jahren gut 20% aller Unternehmen sich angespart haben, die Pleite gemacht hätten bei Normalzins, es aber nicht getan haben, bedeutet, dass wir jetzt 20% Unternehmen haben, die unter normalen Umständen aus dem Markt ausgeschieden werden. Was passiert denn mit diesen Unternehmen, wenn normale Umstände sich wieder einstellen, insbesondere beim Zins? Und wenn das koinzidiert mit einer stagflatorischen Wirtschaftskrise, bei der die Nachfrage fällt und bei der nur Unternehmen überleben können, die gut vorbereitet sind, die gute Produkte herstellen zu geringen Kosten, und zwar solche, die Leute auch brauchen. Dass man sich diese Frage nicht gestellt hat, das sagt doch eigentlich schon alles. Nun haben wir ja eigentlich schon längst eine Finanzkrise, nämlich namens Inflation. Da hat sich die Europäische Zentralbank mittlerweile tatsächlich dazu durchringen können, diese ein wenig zu bekämpfen. Der Leitzins mittlerweile erhöht auf 3,5%. Da werden Sie wahrscheinlich gleich sagen, immer noch viel zu niedrig, um diese Inflation in den Griff zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, immerhin. Auf der anderen Seite kommt jetzt offenbar eine Bankenkrise. Und das Standardrezept, das die Politik als auch die Zentralbanker da nur zu haben scheinen, ist doch genau das Gegenteil von hohen Leitzinsen, nämlich billiges Geld in die Märkte pumpen, um die Liquidität der Banken wiederherzustellen. Also, wie soll das denn jetzt weitergehen? Was denken Sie, wird gerade die EZB jetzt tun? Also, dazu muss man einen kleinen Schritt zurücksetzen. Es war ja so, dass die EZB schon sehr viel später überhaupt angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen und es sehr viel zaghafter getan hat als die Fed. Und warum war das so? Weil die EZB wusste, es war ihr völlig klar, den Realisten, in dem Fall den Tauben, im Zentralbankrat, war völlig klar, dass wenn die nach 20 Jahren die Zinsen erhöhen, dass dann die über 20 Jahre angesparten Ungleichgewichte, über die wir gerade gesprochen haben, an die Oberfläche kommen und sich bemerkbar machen und die Rechnung präsentiert wird. Das wussten die. Und deswegen haben sie es so zögerlich gemacht. Deswegen haben sie uns noch vor einem Jahr gesagt, die Inflation kommt gar nicht. Und wenn sie kommt, ist sie nur vorübergehend. Und dann ist er vielleicht nur irgendwie kurzzeitig mal 4%. Ich meine, wir erinnern uns doch an die ganzen Beschwichtigungsgeschichten. Und erst vor 4 Wochen hat dann Frau Lagarde die Inflation zum Monster erklärt. Ja, dass sie vielleicht mit ihren Hermes-Schals erwürgen kann. Aber die Zinsen zu erhöhen in dem Maße, das wirklich erforderlich ist, um diese Inflation zu besiegen, das kann die EZB gar nicht. Und sie weiß es auch. Deswegen hat sie es vorsichtig gemacht, in der Hoffnung, dass eine nicht adäquate Zinserhöhung die Inflation killt, bevor die Finanzkrise kommt. Nur ist die Rechnung nicht aufgegangen, weil sie kann auch gar nicht aufgehen. Und zwar aus einem ganz extrem einfachen Grund. Welchen Mechanismus betätigen wir denn, wenn wir die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen? Das ist ja nicht so, dass einfach magisch die Zinsen gehen hoch und dann geht die Inflation runter. Das ist doch nicht irgendwie eine magische Schubstange, die da rein installiert ist, die das dann automatisch bewirkt. Sondern es ist so, dass die Zinserhöhung realwirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, damit die Inflation zurückgeht. Und diese realwirtschaftlichen Konsequenzen sind identisch.
mit einer Kapitalmarktkrise und einem Rückgang der Wirtschaftskraft, einem Rückgang der Nachfrage und mit Pleiten und mit dem ganzen aufgesparten Schmerz. Das sind die Wirkungen des Zinses in der Realwirtschaft, die wir nicht haben wollen, die dann überhaupt erst zur Eindämmung der Inflation führen. Wenn ich also der Meinung bin, ich könnte den Zins so ein bisschen erhöhen und dann die Hoffnung habe, dass der die Inflation besiegt, bevor es wehtut, dann habe ich mich einfach geschnitten, weil ich mein Ökonomielehrbuch nicht gelesen habe oder weil ich es zwar gelesen habe, es aber vergessen habe oder weil ich es ersetzt habe durch diesen Aberglauben der Modern Monetary Theory. Das funktioniert so nicht. Oder ich habe einfach nicht genug JFTV geschaut, denn das erinnert mich gerade an unser letztes Gespräch. Da haben Sie genau das, genau so angekündigt. Ich hatte es prognostiziert und zwar einfach deswegen, weil das lernt man an der Universität, jedenfalls an meiner Universität Freiburg, hat man das in den 80er Jahren noch im Hauptstudium gelernt, was die Konsequenzen sind von bestimmten monetären und zinspolitischen und anderen Maßnahmen, ja, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Damals waren die Scheuklappen noch nicht so groß und die akademische Welt noch nicht in diesen Zustand gerutscht, dass sie nur noch zur Rechtfertigung falscher Politik herhalten muss. Und jetzt haben wir die Situation, dass natürlich genau das eingetreten ist, was zwingend passiert, wenn ich die Zinsen erhöhe, von der marktfremden Nullzinspolitik zu einer zwar noch nicht marktgerechten Zinspolitik, aber näher am marktgerechten dran, immerhin. Und das führt jetzt schon zu Schmerzen. Wenn die das gemacht hätten im Sinne, dass sie den Zins tatsächlich auf ein Niveau gebracht hätten, was wirklich geeignet wäre, die Inflation zügig einzudämmen, dann hätten wir noch ganz andere Phänomene gerade am Markt. Dann hätten wir jetzt schon die veritable Bankenkrise vom Format 2008. Nicht, dass wir die nicht bekommen könnten, aber die wäre dann jetzt schon da. Und es wird auch so sein, völlig klar, dass die Zentralbanken jede Bank, die da verliert, retten werden. Die werden den Lehman-Fehler nicht wiederholen. Davon können wir sicher ausgehen. Das sagt ja auch die Lagarde in ihrer Rede anlässlich der Zinserhöhung letzte Woche, als sie gesagt hat, wir bekämpfen die Inflation, deswegen erhöhen wir die Zinsen nochmal um 0,5 Prozentpunkt und wir sind wachsam, wenn es am Kapitalmarkt Probleme gibt, dass wir einschreiten können. Einschreiten heißt nichts anderes als retten. Und retten heißt nichts anderes als mehr Geld zu drucken. Wenn wir das bei höherem Zins aber machen wollen, das heißt also, Sie haben jetzt das 0,5 Prozent nochmal zugelegt, Sie wollten ja Ihr Gesicht nicht verlieren. Wenn wir das also bei höherem Zins machen wollen, dass die Banken nicht verlieren dürfen, dann bedeutet das, dass die Rechnung, die präsentiert wird, extrem hoch wird. Das heißt, das Geld, was wir drucken müssen und direkt in die Banken reinstecken müssen, das wird umso höher, je höher auch der Zins ist. Und da wir den Zins schlecht jetzt senken können, denn wir bekämpfen ja die Inflation, müssen wir also entsprechend mehr Geld drucken und in das Finanzsystem reinpressen. Das wird dazu führen, dass die Blasenbildung an den Aktien- und Anleihenmärkten am langen Ende wiederbelebt wird. Das heißt, am langen Ende werden die Zinsen fallen, am kurzen Ende werden sie hoch sein. Diese Inversion der Zinsstrukturkurve wird eine Riesendepression ankündigen. Das wage ich auch jetzt schon vorauszusagen. Denn umso invertierter die Zinsstruktur, umso geringer das Wirtschaftswachstum in den Folgejahren. Das ist ein Phänomen, das kann man über die letzten 150 Jahre sehr sauber beobachten und nachweisen. Wofür es eine Reihe unterschiedlicher, mehr oder minder valider und nicht valider Erklärungsansätze gibt. Aber empirisch ist es nun mal so. Und das Zweite ist, diese Bankenrettung wird groß. Sie wird größer als die 2008. Die Summe, die da gebraucht wird, wird weit größer als die paar hundert Milliarden, die wir damals aufgewendet haben. Ich gehe davon aus, angesichts der Fehlallokation an Kapital, die wir uns die letzten 15 Jahre erlaubt haben, reden wir hier irgendwo zwischen 4 und 8 Billionen Euro. Eher 8 als 4. Das bedeutet, die Zentralbankgeldmenge in Europa, die müssen wir noch mal knapp verdoppeln. Und damit schicken wir nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, ich weiß es nicht, wie schnell es gehen wird, die Inflation in den nächsten Aufwärtsgalopp. Wird sich nicht bei 10% halt machen. Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Krall, dann habe zumindest ich persönlich den Eindruck, schildern Sie da einen klassischen Teufelskreis, nicht wahr? Also man hat ein Problem, man hat eine vermeintliche Lösung, die hilft vielleicht kurzfristig, macht das Problem mittelfristig aber noch größer. Und dann macht man wieder dasselbe. Na, also 2008... Finanzkrise, Rettungspakete, Inflation, jetzt wieder Finanzkrise, Rettungspakete, noch mehr Inflation und so weiter. Nun muss man offenbar feststellen, dass es aus dieser Situation, wie sie da entstanden ist oder vielleicht auch eher herbeigeführt wurde, ja, scheinbar wohl keinen guten Weg mehr rausgibt. Aber was wäre denn der am wenigsten schlechte? Also den Weg ohne ganz große Krise aus dieser Falle heraus, der ist vor ungefähr 7, 8 Jahren geschlossen worden. Einfach vom mathematischen Lösungsraum her.
vor 7, 8 Jahren, und zwar als nach dem im Zuge der Eurokrise und dann im Zuge des Draghi-Kampfes gegen die Deflation die Geldmenge weiter ausgedehnt worden ist, obwohl es dafür keinen Grund gab, außer der illegalen Staatsfinanzierung der südeuropäischen Länder. Als das passierte, hat man die Schwelle überschritten. Das ist im Prinzip wie beim schwarzen Loch, der Ereignishorizont. Wenn Sie über den Ereignishorizont rausgehen, dann zumindest sagt die heutige Physik, merken Sie das erstmal gar nicht. Aber Sie können nie mehr hinter den Ereignishorizont zurück, weil die Gravitation des schwarzen Loches hinter dem Ereignishorizont so stark ist, dass auch Licht nicht mehr den Weg aus diesem Trichter herausfindet. Und so sind wir jetzt hier auch. Dieser Ereignishorizont ökonomischer oder währungstheoretischer oder politischer Natur, den haben wir so um 2012, 2013, glaube ich, vielleicht auch ein paar Jahre früher überschritten. Und seitdem gibt es da kein Zurück. Das Einzige, was da rausführt, ist Tunneln, wie so schön heißt. Ja? In der Quantenphysik gibt es auch Tunneln. Ja? Wir können uns da raustunneln, indem wir den Schmerz der Krise akzeptieren und eine neue Währung einführen. Diese Währung ist seit dieser Zeit auf Self-Destruct programmiert, und die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern nur, wann das passiert. Und 2012 hätte man der Zentralbank noch zurufen können, if you are sitting in a hole, stop digging. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben alles weitergegraben in der Hoffnung, dass sie dann in Australien rauskommen oder was. Ich habe keine Ahnung, ja, was sie sich dabei gedacht haben. Es muss ihnen aber, na gut, es war ihnen wahrscheinlich nicht klar, denn sie haben an diese komische Modern Monetary Theory geglaubt, die da dann sagt, wir können uns alles auf der Welt leisten, wenn wir nur genug Geld drucken. Die ist halt falsch. Die ist jetzt schon 500 Mal widerlegt worden seit der Erfindung des Papiergelds, weil 500 Währungen in der Hyperinflation seitdem untergegangen sind. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Papierwährung beträgt 50 bis 100 Jahre, eher 50 als 100. Ja, übrigens auch der Dollar, den Dollar, den wir haben, der existiert auch erst seit 50 Jahren. Den gibt es erst seit dem 15. August 1971. Vorher war es ein goldgedeckter Dollar. Der 15. August 1971 war eine Währungsreform, wenn man es genau nimmt, vom goldgedeckten zum nicht mehr goldgedeckten Dollar. Der ist jetzt 50 Jahre alt und kein Beweis dafür, dass der Dollar länger hält, nur weil es im 19. Jahrhundert eine gleichnamige Währung es auch schon mal gab. Und diese Sache, das ist damned if you do, damned if you don't. Die EZB kann sich jetzt aussuchen, auf welchem Wege sie den Exit nimmt. Sie kann, und das wird sie tun, weiter retten. Ja, denn die Rettung der Banken ist in erster Linie eine Selbstrettung der EZB. Und um die geht's letztlich. Selbstrettung, nicht Bankenrettung, nicht Euro-Rettung, sondern Selbstrettung der EZB. Das ist das, worum es hier wirklich geht. Aber das ist wie, wenn Sie einen auf der Intensivstation haben. Sie können irgendwann mal so viele Schläuche dranhängen, dass der irgendwie alles noch, dass die Maschinen alles am Laufen halten, aber irgendwann kommt dann das Multiorganversagen. Das Multiorganversagen, vor dem die EZB steht, ist die Tatsache, dass die Rettungsaktionen in jeder Inflationsrunde die Inflation auf neue Höhen treiben werden. Und es wird nicht linear ansteigen, sondern exponentiell. Jetzt haben wir zunächst mal von 2 auf 10% den Sprung gesehen. Das wird jetzt nicht enden. Wir werden jetzt sehen, dass es auf 20% geht im Zuge der Rettung, dann auf 30, 40, 50%. Und die globalen Lieferketten, die wir haben, sind so komplex und so filigran, dass sie eine Inflation von deutlich über 50% nicht überleben werden. Das können wir vergessen. Wir werden kein 1923 sehen. 1923 hatten wir im November 23 in einem Monat eine Steigerung der Brotpreise von 3 Milliarden Mark auf 260 Milliarden Mark. Das ist eine annualisierte Inflation von 2000 Quadrillionen Prozent. Das ist eine Zahl mit 26 Ziffern. Ich kann Ihnen versprechen, das werden wir nicht erleben. Und zwar deswegen, weil bei einer Inflation nördlich von 50 in Richtung 100% die globalen Lieferketten unkalkulierbar werden und zusammenbrechen. Und damit ist unser Wirtschaftssystem nicht mehr funktionsfähig. Unser Wirtschaftssystem braucht ein Geld, das deutlich niedrige Inflation global erzeugt, deutlich niedriger, sonst kann es nicht funktionieren, weil es zu arbeitsteilig ist. Und das bedeutet dann, dass die galoppierende Inflation mit einem massiven Einbruch der globalen Produktion einhergeht. Und dann wird es zu einer Reform kommen müssen oder nicht, dann hat sich's ausgeätet. Und was wird das alles, wenn es mal fertig ist? Also, was Sie da beschreiben, Lieferengpässe, Versorgungsprobleme, ja, im nächsten Schritt dann wahrscheinlich leere Supermarktregale, Preisexplosionen, kollabierendes Gesundheitssystem. Also, was soll das werden? Ist das so eine Art globales Venezuela? Das ist, wenn man es auf die Spitze treibt, und darauf legt man es ja anscheinend an, ist das das Modell, ja. Das klingt nun alles sehr apokalyptisch. Auf der anderen Seite, genau das werfen Ihnen Ihre größten Kritiker auch vor.
Crash-Prophet, Weltuntergangsprophet. Das sind so Wörter, die man Ihnen da an den Kopf wirft. Wie stehen Sie dazu, Herr Krall? Schauen Sie, die gleichen Leute, die mir das vorwerfen, erzählen uns auf Basis von wissenschaftlichem Unsinn, dass wir eine Klimakrise hätten. Oh, wer ist da der Weltuntergangsprophet? Ja, also das ist mal das eine. Das andere ist, im Gegensatz zur Klimakrise kann ich darauf verweisen, dass die meisten meiner Prognosen bisher eingetreten sind und die, die noch nicht eingetreten sind, schicken sich gerade an, es zu tun. Und ich kann natürlich sagen, man Crash-Prophet, man hat mich schon alles Mögliche getauft. Ja, das wird aber nichts nützen. Ja, Sie können zwar die Stimme sozusagen desavouieren, die Ihnen das sagt, aber das ändert nichts an der Realität. Und das ist mir ehrlich gesagt auch herzlich wurscht. Die Sache, die wird die Leute einholen. Ja, und also Ayn Rand hat mal so wunderbar gesagt, man kann jeden Weg blind hinabstolpern, den man möchte. Und man kann jeden Unsinn machen, den man möchte. Aber man kann nicht den Abgrund vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Und das ist das Phänomen, was wir hier haben. Dieser Sache intellektuell aus dem Weg zu gehen, ist leicht. Dem Abgrund aus dem Weg zu gehen, der sich auftut, weil man ihn ignoriert, ist nicht so leicht. Dann zum Schluss, wie immer, der obligatorische Blick nach vorne. Herr Krall, was erwarten Sie? Wie geht das die nächsten Monate weiter? Und was raten Sie? Was raten Sie Otto Normalbürgern? Wie können Sie sich auf das, was da mutmaßlich kommt, bestmöglich vorbereiten? Also gehen Sie mal davon aus, dass die Banken gerettet werden. Es ist zwar gut, nicht alles auf seinem Konto zu haben. Also ich habe auch eine gewisse Bargeldvorhaltung, auch wenn es die Inflation auffrisst, weil man liquide bleiben muss, auch wenn die Banken in Schwierigkeiten sind. Aber ich gehe davon aus, dass alle Banken gerettet werden. Das heißt, ihre Sparkosten sind sicher. Sie werden mit frisch gedrucktem Geld gerettet. Nur dieses frisch gedruckte Geld wird dazu führen, dass die Rettung auch einen Preis hat, nämlich eine höhere Inflation. Diese höhere Inflation wird ihren Lebensstandard weiter verringern. Sie wird weiter dazu führen, dass die Lieferketten unter Druck kommen, weil die Lieferketten darauf beruhen, dass in Dutzenden und Aberdutzenden von arbeitsteiligen Zwischenschritten vom Rohstoff bis zum Auto oder vom Rohstoff bis zum Flugzeug oder vom Rohstoff bis zur Waschmaschine, die Zwischenlieferanten quasi, die müssen ja einkaufen, produzieren und weiterverkaufen. Und jeder dieser winzigen Schritte erfordert, dass die Preise kalkulierbar sind im Einkauf, in der Produktion und im Verkauf. In einer Hochinflationswelt sind sie das nicht, sodass diese Lieferkette an ihren schwächsten Stellen, dort, wo die Eigenkapitaldecke am dünnsten ist, zuerst reißen wird. Und es gibt nun mal Stellen, wo die Eigenkapitaldecke unterschiedlich stark ist. Und gehen Sie davon aus, dass die Inflation, wenn diese Bankenrettung kommt, zum nächsten Aufgalopp ansetzt. Nicht sofort, es geht immer mit Zeitverzögerung, aber diese Inflation wird unsere Lieferketten weiter unter Druck bringen. Und das wird auch die Energiekrise verschärfen, und zwar einfach deswegen, weil dieses Inflationsmonster wird mehr und mehr Rohstoff- und Energielieferanten dazu bringen, Bezahlung nicht mehr in Euro oder Dollar zu verlangen, sondern in anderen Währungen, wahlweise in Gold. Tja, mit anderen Worten, ein Crash in Zeitlupe, in Slow-Mo oder noch besser ausgedrückt, auf Raten. Herr Krall, vielen lieben Dank einmal mehr für Ihre sehr, sehr wertvolle Analyse. Ich danke auch, und vielleicht noch der letzte Hinweis für die Zuschauer: Kaufen Sie sich Popcorn, es wird ganz großes Kino. Okay, und ob das alleine dann reicht, um die Angelegenheit erträglich zu gestalten, das werden wir dann sehen, Herr Krall. Gerne auf ein Wiedersehen, bald bei JFTV. Bis dahin, Wiederschauen. Ja, meine Damen und Herren, man muss auch gelegentlich nochmal drüber lachen können, wenngleich diese Sache an sich natürlich überhaupt nicht lustig ist. Ja, wenn Sie das Thema weiter verfolgen wollen, dann lade ich Sie gerne dazu ein, tagesaktuell auf jf.de alles Wichtige zur mutmaßlich neu aufziehenden Bankenkrise. Und darüber hinaus auch in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit beschäftigen wir uns mit dem Thema. Markus Krall ist da mit einem Kommentar vertreten. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bei JFTV. Für alle, die es wissen wollen. Junge Freiheit.